Das Erste, was wir auf dieser Welt tun, ist ja zu schreien. Und ich wette mit euch, der Urschrei dieser nächsten Dame wird schon ein perfekter Ton gewesen sein. In I'm Alive singt sich El Haida Dani bis zum hohen G und Albanien damit sicher ins Finale. Also Albanien hat ja wirklich super Erfahrungen gemacht mit schreienden Sängerinnen. Runa Nishlio hat das Land auf Platz 4 hochgeschrieben, das beste Ergebnis bisher. Ja, aber es ist ja nun ein sehr kunstvolles Schreien gewesen, das muss man natürlich sagen. Und auch in diesem Jahr haben wir eine ausgesprochen stimmgewaltige Künstlerin. Ja. Sie ist ja schließlich nicht umsonst Voice of Italy geworden. Ja. Da haben die Albaner mit ihrem Festival Ikenges einfach ein Händchen dafür, wirklich stimmgewaltige Leute an Land zu ziehen. Es ist nur eben nicht der Beitrag, mit dem sie denn das Festival gewonnen hat. Das stimmt. Das war Biel, ja. Sonne. Also genau, das war genau. Sonne und das wurde ihr wieder entzogen. Das passiert nun wirklich selten. Es war auch eine Ballade, soweit ich weiß. Warum ist es zurückgezogen worden? Das weiß man gar nicht, glaube ich. Weißt du das? Ja, also ich hab gesehen, sie hätte das in gegenseitigem Einverständnis mit dem Komponisten geregelt. Ja. Dann hieß es, der Komponist hätte das auf eigene Initiative zurückgezogen. Ich denke mal, die haben die in den Foren gesehen, dass der Beitrag für Sanremo sehr gut geeignet wäre. Das wäre so ein typischer Sanremo-Sieger, aber für den internationalen Song Contest einfach zu lahm. Wobei Germany for Win schreibt nämlich, bin ich verrutscht, Mega JK 97 schreibt, eingängig, da haben sie mit dem Titeltausch die richtige Entscheidung getroffen. Seht ihr das auch? Ich finde das auch so. Ich habe den anderen mir auch angehört und ich finde den viel, viel besser. Gerade durch diesen, wo sie da mit ihrer, ich finde das ganz toll, mit ihrer Stimme da diesen, klingt schon wie ein Kanarienvogel und das hat diesen orientalischen Hauch und finde ich ganz toll. Ich finde den viel, viel besser und der Komponist, glaube ich, das ist auch der Komponist, der hat für Spider-Man und so weiter geschrieben. Vielleicht wollte er das ja auch für einen Film verwenden, wer weiß, also was da letztendlich. Ne? Aber ich finde das tatsächlich, diese Notlösung ist vielleicht ihr Trumpf. Ich persönlich finde es trotzdem schwierig einzuordnen. Es ist eine Ballade, auf der anderen Seite passiert da auch viel, ist ein großer Aufbau. So richtig dazu tanzen und abgehen kann man aber nicht, oder? Das nicht unbedingt, aber beim Song Contest geht es ja nicht nur darum, abzugehen und zu tanzen. Es geht darum, dass man in Erinnerung bleibt. Und diese synkopierten Rhythmen, die sind durchaus, haben eben dieses Balkan-Feeling, das man eben auch von Albanien erwartet. Und es geht ja auch darum, so ein bisschen unverwechselbar zu sein. Und das ist gerade für Albanien schwierig, weil wir uns alle recht wenig von dem Land vorstellen können. Ja. Und das ist, glaube ich, doch schon sehr... Wobei, da bin ich nicht Ihrer Meinung, Herr Dr. Wolter, weil ich schon glaube, dass das ein Song ist, der sich erst beim zweiten, dritten Mal hören auch wirklich erschließt. Also war zumindest bei mir so der Fall. Und ich glaube, deshalb könnte er fast sogar durchs Raster fallen. Also ich sehe da sogar... Ja, ich sehe da schon oder im Finale einfach... Im Halbfinale sogar schon. Also es kann passieren. Mhm. Wobei, wie gesagt, sie ist in Italien ja total gehypt, auch wegen ihrer Stimmrange, also weil sie so eine große Stimme hat. Und hat mit 16 sogar in Albanien, also bei dem Contest gewonnen. Also das ist eine tolle Künstlerin. Aber ob das beim ersten Mal wirklich, ob der Funke überspringt, kann wirklich riskant sein. Sie behauptet ja von sich im Übrigen, dass sie keinen Gesangsunterricht genommen hat. Ich glaube, sie hat Klavier studiert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber eben die Stimme sei ihr Geschenk. Glaubst du ihr das, Meltem? Das ist ja eine Wahnsinnsgesangstechnik, die sie da drauf hat. Doch, das kann ich aber tatsächlich, das glaube ich ja schon. Also es gibt einfach Stimmen, die sehr viel auch mit dem Gehör arbeiten, die sehr viel aufschnappen. Und gerade wenn sie dann auch sich mit Klavier beschäftigt, dann hast du ja die Musikalität auch, mit der du dich beschäftigst. Also und Stimme, gerade wenn man die Stimme ausbildet, ist Klavier immer sehr, sehr wichtig. Also damit bildet sie automatisch auch ihre Stimme aus. Also ich denke da schon, das kann tatsächlich sein, dass sie da schon Gott gegeben dieses Geschenk hat. Ja.
Anscheinend. Ich freue mich sehr drüber, denn also ich persönlich genieße es, ihr zuzuhören. Sie darf und seinen Usern nicht, geht's ja ganz ähnlich. Oliver sagt zum Beispiel die beste weibliche Stimme dieses Jahr. Ja. Und es sind ja fast nur Frauen dabei. Ja, ja, ja. Klasse Song, sagt Arti, macht mich fröhlich. Und Germany for Win sagt, ich denke, es könnte eine der größten Überraschungen werden. Wir werden sehen. Das Video noch ganz kurz. Meldung, kannst Tränen du zurückfließen. Genau. Das ist mir auch kannst da du damit etwas anfangen? Es sind immer Frauen, die dort stehen und traurig gucken. Ja. Ja, also das, man sieht auch hinten, dass, dass dann Notfallwagen, jemand einen Unfall und so weiter. Auch Ärztinnen, ja, mhm. Frauen, die letztendlich viel kämpfen, ja, für das Überleben anderer. Und deshalb auch I'm alive. Mhm. Und letztendlich auch das Glücklichsein darüber, dass man am Leben ist. Und letztendlich auch sich darauf zurückbesinnt und vielleicht gehen dann deshalb auch die Tränen zurück. Sind also, sie nicht so etwas wie, ich bin lebendig oder am Leben, weil es dich gibt? Also könnte es genau, eine auch, Art ja, Mutter-Kind-Beziehung, ja, ja, ja. Ja, auch, aber es kann einfach auch, ein, auch jemand sein, ein Partner letztendlich, ein Liebespartner oder ganz egal, glaube ich, einfach, dass jemand da ist und Anteil nimmt an deinem Leben. Das ist letztendlich das, was der Song für mich so ausmacht, ja. Also Lucy ist ein bisschen zu stark geschminkt an, in ihren Videos. Ich hoffe, so ein hübsches Mädchen, das hat sie nicht nötig. Aber das kennst so du ja vom Theater, du als Schauspielerin, ja, man muss ja auf der großen Bühne, darf man auch mal also dick auftragen. Ja, also ich wünsche ihr wirklich, weil ich sie eine fantastische Sängerin finde, dass sie da sehr viel Anklang, ja, finden wird. Wie viele Punkte gebt ihr ihr? Ich gebe ihr 7. Ich würde dann sogar, ich, wo ist denn, gibt es die 8? Dann gebe ich die 8. Es gibt die 8 und da seid ihr so perfekt bei unseren Zuschauern heute. Die vergeben im Durchschnitt 7,5 Punkte. Eine ausgesprochen stimmgewaltige Künstlerin. Ja. Sie ist ja schließlich nicht umsonst Voice of Italy geworden. Ja. Und da haben die Albaner mit ihrem Festival I Kenges einfach ein Händchen dafür, wirklich stimmgewaltige Leute an Land zu ziehen. Es ist nur eben nicht der Beitrag, mit dem sie denn das Festival gewonnen hat. Das stimmt. Das war Biel, ja. Sonne. Also genau, das war genau. Sonne und das wurde ihr wieder entzogen. Das passiert nun wirklich selten. Es war ja auch eine Ballade, soweit ich weiß. Warum ist es zurückgezogen also worden? Das weiß man gar nicht, glaube ich. Weißt du das? Ja, also ich hab gesehen, sie hätte das in gegenseitigem Einverständnis mit dem Komponisten geregelt. Ja. Dann hieß es, der Komponist hätte das auf eigene Initiative zurückgezogen. Ich denke mal, die haben die in den Foren gesehen, dass der Beitrag für Sanremo sehr gut geeignet wäre. Das wäre so ein typischer Sanremo-Sieger, aber für den internationalen Song Contest einfach zu lahm. Wobei Germany for Win schreibt nämlich, bin ich verrutscht, Mega JK 97 schreibt, eingängig, da haben sie mit dem Titeltausch die richtige Entscheidung getroffen. Seht ihr das auch? Ich finde das auch so. Ich habe den anderen mir auch angehört und ich finde den viel, viel besser. Gerade durch diesen, wo sie da mit ihrer, ich genieße es, ihr zuzuhören. Sie darf unseren sich nur nicht, Usern geht es ganz ähnlich. Oliver sagt zum Beispiel die beste weibliche Stimme dieses Jahr und es sind ja fast nur Frauen dabei. Ja. Klasse Song, sagt Arti, macht mich fröhlich. Und Germany for Win sagt, ich denke, es könnte eine der größten Überraschungen werden. Wir werden sehen. Das Video noch ganz kurz. Meldung, kannst Tränen du zurückfließen. Genau. Das ist mir auch kannst da du damit etwas anfangen? Es sind immer Frauen, die dort stehen und traurig gucken. Ja. Ja, also das, man sieht auch hinten, dass dann Notfallwagen, jemand einen Unfall und so weiter. Auch Ärztinnen, ja, Frauen, die letztendlich viel kämpfen für das Überleben anderer. Und deshalb auch I'm alive. Mhm. Und letztendlich auch das Glücklichsein darüber, dass man am Leben ist. Und letztendlich auch sich darauf zurückbesinnt und vielleicht gehen dann deshalb auch die Tränen zurück. Sind also, sie nicht so etwas wie, ich bin lebendig oder am Leben, weil es dich gibt? Also könnte es genau, eine Art auch, Mutter-Kind-Beziehung
Situation. Ja, auch, aber es kann einfach auch, auch jemand sein, ein Partner letztendlich, ein Liebespartner oder ganz egal, glaube ich, einfach, dass jemand da ist und Anteil nimmt an deinem Leben. Das ist letztendlich ganz toll mit ihrer Stimme, da diesen, klingt schon wie ein Kanarienvogel und das hat diesen orientalischen Hauch und ja. Finde ich ganz toll. Ich finde ihn viel, viel besser. Und der Komponist, glaube ich, das ist auch der Komponist, der hat für Spider-Man und so weiter geschrieben. Vielleicht wollte er das ja auch für einen Film verwenden, wer weiß, also was da letztendlich. Ne? Aber ich finde das tatsächlich, diese Notlösung ist vielleicht ihr Trumpf. Ich persönlich finde es trotzdem schwierig einzuordnen. Es ist eine Ballade, auf der anderen Seite passiert da auch viel, ist ein großer Aufbau. So richtig dazu tanzen und abgehen kann man aber nicht, oder? Das nicht unbedingt, aber beim Song Contest geht es ja nicht nur darum, abzugehen und zu tanzen. Es geht darum, dass man in Erinnerung bleibt. Und diese synkopierten Rhythmen, die sind durchaus, haben eben dieses Balkan-Feeling, das man eben auch von Albanien erwartet. Und es geht ja auch darum, so ein bisschen unverwechselbar zu sein. Und das ist gerade für Albanien schwierig, weil wir uns alle recht wenig von dem Land vorstellen können. Ja. Und das ist, glaube ich, doch schon sehr... Wobei, da bin ich nicht Ihrer Meinung, Herr Dr. Wolter, weil ich schon glaube, dass das ein Song ist, der sich erst beim, beim zweiten, dritten Mal hören auch wirklich erschließt. Also war zumindest bei mir so der Fall. Und ich glaube, deshalb könnt ihr... Das Erste, was wir auf dieser Welt tun, ist ja zu schreien. Und ich wette mit euch, der Urschrei dieser nächsten Dame wird schon ein perfekter Ton gewesen sein. In I'm Alive singt sich El Haida Dani bis zum hohen G und Albanien damit sicher ins Finale. Also Albanien hat ja wirklich super Erfahrungen gemacht mit schreienden Sängerinnen. Rona Nishlio hat das Land auf Platz 4 hochgeschrieben, das beste Ergebnis bisher. Ja, aber es ist ja nun ein sehr kunstvolles Schreien gewesen, das muss man natürlich sagen. Und auch in diesem Jahr haben... Das ist sogar durchs Raster fallen. Also ich sehe da sogar... Im Halbfinale tatsächlich ich da, schon oder im Finale einfach ich Im Halbfinale sogar schon. Also es kann passieren. Mhm. Wobei, wie gesagt, sie ist in Italien ja total gehypt, auch wegen ihrer Stimmrange, also weil sie so eine große Stimme hat. Und hat mit 16 sogar in Albanien, also bei dem Contest gewonnen. Also das ist eine tolle Künstlerin. Aber ob das beim ersten Mal wirklich, ob der Funke überspringt, kann wirklich riskant sein. Sie behauptet ja von sich im Übrigen, dass sie keinen Gesangsunterricht genommen hat. Ich glaube, sie hat Klavier studiert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber eben die Stimme sei ihr Geschenk. Glaubst du ihr das, Meltem? Das ist ja eine Wahnsinnsgesangstechnik, die sie da drauf hat. Doch, das kann ich aber tatsächlich, das glaube ich ja schon. Also es gibt einfach Stimmen, die sehr viel auch mit dem Gehör arbeiten, die sehr viel aufschnappen. Und gerade wenn sie dann auch sich mit Klavier beschäftigt, dann hast du ja die Musikalität auch, mit der du dich beschäftigst. Also und Stimme, gerade wenn man die Stimme ausbildet, ist Klavier immer sehr, sehr wichtig. Also damit bildet sie automatisch auch ihre Stimme aus. Also ich denke da schon, das kann tatsächlich sein, dass sie da schon Gott gegeben dieses Geschenk hat. Anscheinend. Ich freue mich sehr drüber, denn also ich persönlich...